Sie sind 2008 zunächst aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Jetzt sind Sie wieder da. Wie kam das? Ja, nach Peking. Ich habe vorher 15 Jahre war ich fast in der Nationalmannschaft und dann war einfach der richtige Zeitpunkt mal für eine Pause. Ich habe im letzten Jahr schon gemerkt, dass die Lust wieder da ist und dann habe ich nochmal die Herausforderung wieder gesucht, bin vor der Weltmeisterschaft wieder zurückgekommen, da hat es körperlich dann noch nicht ganz gereicht, musste jetzt auch in der Saison nochmal eine längere Auszeit nehmen, um den Körper noch wieder ein bisschen aufzubauen und werde das diesen Sommer ja, nochmal wieder einen Versuch starten in der Nationalmannschaft. Sicherlich müssen wir gucken, dass wir das auch richtig dosieren, ich bin halt keine 25 mehr. Ja, aber ich habe nach wie vor Spaß am Spiel, Spaß mit den Jungs zu arbeiten und unterwegs zu sein. Wie oft müssen Sie in der Woche behandelt werden, gepflegt werden? Wie muss man sich das vorstellen, so ein Programmablauf? Ja, ist eigentlich von Montag bis Freitag, jetzt so, wenn ich die zurückliegenden 2 Monate sehe, sind es jeden Tag 5 bis 6 Stunden, wo morgens viel Physiotherapie, Reha-Training, Krafttraining ansteht, abends dann Balltraining mit der Mannschaft. Ich mache halt mittlerweile nicht jedes Balltraining mit, also die Mannschaft trainiert manchmal auch morgens am Ball, da mache ich dann eher, tue ich eher ein bisschen was für meinen Körper, das ist einfach wichtig für mich. Und ähnlich wird es auch in der Nationalmannschaft ablaufen. Auch da trainieren wir 5, 6 Stunden am Tag. Vormittags viel im körperlichen Bereich, nachmittags dann viel im Mannschaftstraining 6 gegen 6. Und ja, wichtig, denke ich, für einen älteren Spieler ist, dass man das dosiert. Sie haben auch jetzt in den vergangenen Jahren eine neue Rolle eingenommen. Wie sieht die aus? Also im Verein und in der Nationalmannschaft. Ja, früher war das so, dass man natürlich so ein bisschen Leader war, dass man vorangegangen ist, die Leute mit angetrieben hat. Ja, mittlerweile ist die Rolle eine andere. Da sind jetzt Führungsspieler da, neue Mannschaftsführer, Mannschaftsrat und so weiter, Leute, die Richtung vorgeben. Ich kann mich da ein bisschen mehr im Hintergrund halten und bin ja eher so der ruhende Pol, sag ich mal, aufgrund der Erfahrung. Und ich muss mir da jetzt nichts mehr beweisen, mache mir auch nicht mehr so den Druck, sondern genieße das Ganze, hab Spaß und das versuche ich dann auch den anderen mit zu vermitteln. Also eine gewisse Lockerheit und gefällt mir eigentlich ganz gut, die neue Rolle. Okay, vielen Dank.